Es war noch keine Minute gespielt vor fast 1000 Zuschauern im Stadion am Kobelhang. Da kamen die Gäste aus Peiting zum ersten Mal gefährlich vors Tor. Der EV Füssen schaffte es irgendwie so gar nicht ins Spiel. Peiting in der Anfangsphase dagegen klar überlegen. Die Konsequenz in der 6. Spielminute, die Gäste mit der Führung 0:1. Und es ging munter weiter Richtung Leopardentor. Schöner Schuss, aber auch schön gehalten. Füssens Coach Georg Holzmann war sichtlich unzufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft. Kurz darauf Eric Nadeau mit dem Konter und der ersten Chance. In der Folge Füssen weiter im Tiefschlaf, Peiting dagegen im Vorwärtsgang. 14. Spielminute, Gordon Borberg mit dem 0:2. Doch damit nicht genug, nur 50 Sekunden später wieder die Gäste, Milos Varusha mit dem 0:3. Die Leoparden bedient, Peiting klar überlegen. Vom EV Füssen war weiterhin nichts zu sehen, die Gäste hingegen erspielten sich ein ums andere Mal gute Möglichkeiten. Mit 0:3 ging es dann zum ersten Pausentee und dabei dürfte es in der Füssener Kabine etwas lauter zugegangen sein. So kamen die Hausherren auch stärker zurück aufs Eis. Nach diesem Foul des EC Peiting hatten die Leoparden in Überzahl auch gleich gute Möglichkeiten, den Anschluss zu erzielen. Doch selbst beste Chancen konnte der EV Füssen nicht verwerten. Hier scheiterten sie am Pfosten. Peiting tat in dieser Phase nicht mehr als unbedingt nötig. Für schwache Leoparden schien das aber zu reichen. Ab und zu mal ein Konter, das war's dann auch schon. Füssen zwar immer wieder mit Chancen, das Ding wollte aber irgendwie nicht ins Tor. Dann die 36. Spielminute. Die Leoparden mal wieder im Tiefschlaf und Peiting erhöht unbedrängt zum 0:4. Das darf eigentlich nicht passieren. Kurz vor der Pausensirene dann der EV Füssen in doppelter Überzahl. Doch auch mit zwei Mann mehr auf dem Eis wollte der Anschlusstreffer nicht gelingen. Trainer Holzmann wirkte zur Pause ratlos und blieb erstmal auf der Bank sitzen. Im letzten Drittel dann endlich der Anschlusstreffer. 22 Sekunden gespielt, Pavel Mojtek mit dem 1:4. Ging da noch was? Nein, denn die Antwort der Oberbayern ließ nicht lange auf sich warten. 46. Spielminute, Florian Thomas mit dem 1:5 für die Gäste. Damit war das Spiel gelaufen. Einzig bei völlig unnötigen Schlägereien im Schlussdrittel konnten die Leoparden punkten. 2+10 Minuten Strafe war hier die Folge. Peiting weiter mit Chancen, doch sie blieben gnädig mit den Leoparden. Einmal musste André Irrgang trotzdem noch hinter sich greifen. 54. Spielminute, Michael Kreitel mit dem 1:6. Doch auch Füssen durfte noch einmal jubeln. 4 Minuten vor dem Ende erzielte Sascha Golz das 2:6. Das war es dann aber auch. Fazit, Spitzenspiel war es keins. Die Peitinger agierten souverän und taten nicht mehr, als sie mussten. Füssen hingegen wirkte müde und unkonzentriert. So kann man gegen den Tabellenführer keinen Blumentopf gewinnen.